Herzlich willkommen bei Palette Cut zu unserem Tipp des Monats. Heute der direkte Draht. Ein gutes CAD-Programm lebt vom regen Austausch zwischen dem Softwareanbieter und den Nutzern. Aus diesem Grund gibt es unter Datei, Training und Hilfe bereits viele nützliche Schalter, mit denen ihr auf dem schnellsten Wege Zugang zu wichtigen Informationen erhaltet. Über den Button Hilfe beispielsweise gelangt ihr ins Palette-Cut-Handbuch. Die Schaltfläche darunter bringt euch zu unseren lehrreichen, kostenlosen YouTube-Videos. Unter E-Learning könnt ihr euch ganz bequem Weiterbildungskurse für zu Hause buchen. Noch eins weiter unten seht ihr stets aktuell und in chronologischer Reihenfolge, was sich die Magier aus unserer Entwicklungsabteilung wieder Tolles Neues haben einfallen lassen. Die Tastaturbelegung zeigt euch übersichtlich nach Kapiteln, mit welcher Funktion die Kurztasten belegt sind und was die Funktion genau tut. Unter Produktverbesserung habt ihr die Möglichkeit, anonym an der Optimierung von Palette Cut mitzuwirken. Der Schalter Hilfe gibt euch dabei einen genauen Überblick darüber, was es damit auf sich hat. Das Feld Fernwartung Online-Training kennen die meisten von euch sicher. Damit kann sich ein Palette-Mitarbeiter live zu euch auf den Computer schalten. Und zu guter Letzt haben wir hier noch eine kleine Schnellanalyse eingebaut, mit der ihr auf einen Blick überprüfen könnt, ob euer PC oder Laptop fit ist für Palette Cut. Viele Möglichkeiten also, um über den berühmten direkten Draht mit uns in Verbindung zu bleiben. Bis auf einen Schalter sind dabei alle darauf ausgelegt, euch unser Palettewissen schnell und einfach zur Verfügung zu stellen. Aber wir möchten natürlich auch gerne was von euch lernen, damit wir auch in Zukunft eure Wünsche, Verbesserungsvorschläge oder Ideen in unsere Entwicklung einfließen lassen können. Dafür gibt es in der 10er-Version hier oben rechts jetzt ganz neu den Feedback-Button. Feedback-Button. Das klingt irgendwie wie ein Clint Eastwood-Western. Letzter Halt am Feedback-Button. Naja, jedenfalls einmal draufklicken und ihr könnt uns eine Mail schreiben. Direkt an unsere neu eingerichtete Feedback-Adresse. Und ihr braucht nicht mal die Kundennummer oder die Programmversion herauszusuchen. Wenn dabei Windows sein Standard-Mail-Programm anbietet, ihr aber, so wie ich, lieber ein anderes E-Mail-Programm verwendet, dann müsst ihr nur einmal in der Taskleiste auf den Windows-Schalter einen Rechtsklick machen und könnt euch unter Apps and Features bei Standard-Apps euer E-Mail-Programm auswählen. In meinem Fall ist das Outlook. Das müsst ihr auch nur einmal tun und schon könnt ihr uns eure Anregungen über den Feedback-Button zukommen lassen. Wir freuen uns auf eure Ideen. Und was passiert dann mit eurer Nachricht? Dazu werfen wir jetzt exklusiv einen Blick in die Entwicklungsabteilung von Palette Cut direkt am Esslinger See. Dort gibt es ja auch nicht nur einen Entwickler, der sich über das Programm Gedanken macht, sondern ganz viele. Und die denken natürlich nicht nur angestrengt nach, sondern sie haben auch eine ganze Menge Spaß bei der Arbeit. Aus datenschutzrechtlichen Gründen müssen wir die Gesichter leider etwas unkenntlich machen. Und natürlich gibt es neben Entwicklern auch Entwicklerinnen. Eigentlich sind sogar noch viel mehr Mitarbeiter in der Abteilung, aber wir wollen uns mal auf diese 5 exemplarischen beschränken. Jetzt zum Ablauf. Alle EntwicklerInnen konzentrieren sich temporär auf ein bestimmtes Thema. Wenn nun eure Anfragen über den Feedback-Button eintreffen, nimmt sich die Person eurer Mail an, die gerade an dem entsprechenden Thema arbeitet. Betrifft eine Anfrage oder Anmerkung mehrere Themengebiete, können das auch mehrere MitarbeiterInnen sein, die sich untereinander abstimmen, ob und wie eine Idee oder Verbesserung am besten umzusetzen ist. Da man dabei sehr eng zusammenarbeitet, geschieht dies natürlich mit Mund-Nasen-Schutz. Wichtig dabei, auch wenn ihr nicht auf jede Mail innerhalb von 5 Minuten eine Antwort erhaltet, geht bei uns nichts verloren.
Ideen und Vorschläge werden gesammelt und überprüft auf technische Umsetzbarkeit im Rahmen unseres Programms, Häufigkeit der Anfragen zu einem Thema, den passenden Entwicklungszeitpunkt. Zum Beispiel lässt sich ein neues Cloud-Feature am besten einbauen, wenn die Cloud turnusmäßig überarbeitet wird. Und so weiter. Also Freunde, nutzt oft und gerne den neuen Feedback-Button, damit bei uns in der Entwicklung weiterhin alle so viel Spaß an der Arbeit haben wie bisher und wir bei PalettiCut nie den direkten Draht zu euch verlieren. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.